gibt's ja heute neue Videos. Hungriger Hugo, guck mal hier, vor 3 Stunden hochgeladen. Okay. Das muss ja barbarisch sein. Wenn Let's go, wir gehen in ein Hungriger Hugo Video rein. Gata wieder gezaubert hat. Das Ding ist immer, wenn ich diese Musik höre, muss ich an Subway Surfer, aber diese arabische Version denken, wo dieser Typ mit diesem Scheichanzug entlang rennt. Ich stell mir sowas übel spaßig vor, ne? Mein lieber Scholli, Monte der Hund. Oha, Ahmed Patron Miri ist auch im Chat hier, Leute. Oha, das ist der System Cousin. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. King, ich würde mal mit Zuckermann trinken, mit Salz hier selber. Schauen wir mal, ob die anderen Teilnehmer auch so Sportskanonen wie dieser dynamische Jungspund hier sind. Der ist aber auch krass geflogen, ne? Und das hat sich hier nicht ausgezahlt. Yo. Dann auf nach Buxtehude. Und was hat er sonst so in der Show getan? Wir vertrauen niemals die Hunde. Auch mal wieder Liveburg. Stick around. Was will ich noch sehen? Oh, yeah, yeah. Oh. Spiel 4, Hip-Hop-Legenden. Aber warum steht da nicht der Name Shirin David? Alle vier jetzt getroffen. Setz den Flex-Joker. Dann willst du den Flex-Joker machen. Digga, was war das gerade? Weil Max, du kannst doch nicht lachen, wenn er das so Das ist eine Render-Duo, was du gleich vorstellen wirst, werden wir heute hier komplett platt machen. Wird das eigentlich so machen, dass das Geld nur gespendet werden kann? Jeder, der da mitmacht, hat Fat Cash. Raphael, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, letztes Mal hat InScope damit gemacht. Digga, wie King war das denn ich? Arschbord. Ja, das war gut. Von 1 bis 10. Das hat mir sogar wehgetan beim Zusehen. In 10 Jahren Millionär zu sein. 10. Guck mal, wie er da wieder abfuckt. Ui, ui, da ist er, du Freaks! Ui, ui! Vielleicht gibt er mir eine Autogrammkarte, wenn ich ihn töte. Ich verrate den Geheimnis. Nein! Also ich habe damals eine bekommen, nachdem ich Carsten getötet habe. Ich bin Sima Selina. Ui, ich habe ein paar Brüste. Willst du mal anfassen? Ja. Hey, geht steil. Im letzten Video war Knossi das Kind der Schokoladenmodel. Schauen wir mal, wie das so ankam. War Knossi als Kind gesund? Wenn Kinderschokolade so ausgesehen hätte, ich hätte sie nicht gekauft. Also Bruder, ehrlich, hätte ich mir da nicht gekauft. Gott, lieber nicht, Digga. Der Arme, Alter. Ich sag euch ehrlich, ich hätte trotzdem gekauft. Aber auch weil ich Fettsack bin. Knossi, ihr müsst nicht nervös sein, wenn ihr mich seht, die Zuschauer. Was glaube ich so? Wie heißt du? Felix. Der Arme weiß gar nicht, was er machen soll. Komm. Was zitterst du so? Was zitterst du so? Der Arme. Aber nicht nur die Zuschauer waren nervös, sondern manchmal hatte auch Knossi selber Angst. Der Arme denkt direkt, er muss Schutzgeld geben. Guck mal. Soll ich dein Autogramm schreiben? Nein. Nerv nicht. Ihr wisst hier, wenn wir irgendwas machen, dann denken wir, das ist doch schön. Was ist denn jetzt passiert? Ihr wisst hier, wenn wir irgendwas machen, dann denken wir, das ist doch schön. Hast du die gefangen? Ja. Ich hab einen 40er Dank, lass mich! Bitte! Bitte das Team! Oh mein Gott!
Das war das Schlechteste, was jemals in Pokémon Unite gemacht wurde! Max, ganz ruhig. Ich krieg keine Luft, so schlecht kann kein Spiel auf der Welt sein. Ganz ruhig, Max. Ein- und ausatmen. Ein- und aus. Wenn der Typ jetzt neben mir sitzen würde, ich würde in den Knast kommen, ist kein Witz. Ja, okay. Kann ich dich umarmen oder so Shit? Umarmen? Ja. Warum willst du mich umarmen? Vielleicht gibt es da so eine, sowas im Game, dass wenn man sich umarmt, dass, keine Ahnung, der Puls wieder sinkt, weil man nicht so Angst hat, hä? So eine schlechte Antwort im Game. Mach mal Live-Reaction auf Muttermilch. Ich nice kann try. Oh, das wär... Er hat kurz System getribbelt. Er hat die Formel rausgefunden. Ich wurde gefordert, dass ich eine Live-Reaction auf Muttermilch mache. Kannst du mir so ein ganz klein bisschen abfüllen? Schauen wir mal, was die Muttermilch so macht. Maschallah, ich schwör's euch. Das ist zehnmal heftiger als Kuhmilch. Ich weiß nicht, ob... Bruder Holle, Digga, was ist bei ihm los? Bro, der Bruder wird nie wieder Milch einkaufen gehen. Boah, mein Sohn da so dranhängt. Schmeckt wie ein Mädchen. Ich würde das Ding so zerkloppen, wenn es mich auf einmal so anquatschen würde. Oha, wie alt ist das Video denn? Monte war sehr zufrieden mit der Leistung von Amars Moderatoren bei Team Mits. An die Mods von Amar, euch sollte man den Mod-Stempel wegnehmen. Tut mir leid. Wenn ihr nicht in der Lage seid, solche Nachrichten zu timeouten oder kurz in die Mode-Only reinzumachen. Ich hab mich halt eben ein bisschen über die Mods von dir aufgeregt. Wenn ihr nicht wisst, was Moderatoren in einem Chat zu tun haben, dann solltet ihr euch aus diesem Chat verpissen. Das ist ja dann irgendwie auch ein bisschen zurecht. Die Leute haben es alle da reingeschrieben und die wurden nicht gebannt. Zahlst du den Geld? Was denn? Zahlst du den Geld? Wem? Dein Mods? Für so Events und sowas, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, meine Mods machen echt einen sau guten Job, ne? Oh nein. Also, Digga, die nehmen mir so viel Arbeit ab. Ich weiß, dass du das auch witzig findest, jetzt, ne? Aber meine Mods... Ach, werden wir eigentlich bezahlt? Digga, Nemesis, was willst du von mir? Ich bin einmal im Monat live, Alter. Wofür willst du bezahlt werden, dass du hier zwei Stunden im Monat einmal kurz hier ein bisschen Moderation-Chat machst? Was wollt ihr von meinen Eiern? Wegen der geringen Gebühr schult Big Mac auch keine Mods. So ein Seminar. Das ist doch eine Marktlücke. Aber ihr macht einen guten Job. Ja. Vielleicht ein bisschen wach. Ey, Jungs. Spaß, ne? Wenn wir uns sehen, dann gebe ich dir auf jeden Fall ein Wasser aus oder so. Können wir gerne mal, ne? Mach's gut, wa? Kriegst auf jeden Fall. Also, gib dir ein Getränk, eine Cola. Muss mal gucken, so. Aber ein Wasser können wir auf jeden Fall. Der kommt zurück. Hallo! Hallo! Moin. Ist er dumm? Jo, hallo! Nope. Einfach ich jeden Morgen original. Nope. Willst du es nicht wegwischen, Kevin? Die Kappe ist unter meinem Schritt? Ja. Nö. Können weiter. Muss ich nicht kacken eigentlich? Nee, muss ich nicht mehr. Ist wieder fertig. Oh. Upsi. Boah, das wäre mein größtes Problem, wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs wäre, ne? Digga, wo scheißen die überhaupt? Müssen die eigentlich immer an eine Raststätte oder haben die hier so ein Klo einfach drin im Wohnwagen? Habe ich gestern gehört, ja, Ravishing. Aus dem Fenster? Die haben da ein Klo, okay. Ja, okay, Bruder. Ah, guck mal da, Digga. 1, 2, 3, 4, 5 Spacken. Wir saufen jetzt einen fetten Kasten. Ihr seid. Ja, auf dem Weg nach Belgien. Jetzt mal nach einem fetten Kasten. Ich mach eine
No-Pause. Mhm. Die ist 9 Tage lang. Außer man geht in so eins von diesen Camping-Dingern da. Boah, ich würde da nicht in diesen Dreck-Dingern da. Was für Dreck-Ding? Du hast ja nicht mal gesehen. Haben die so saure Duschen im da? Gute Video.